Und jetzt für euch hier ein Beispiel aus Frankreich. Das ist der Senator aus Moiban in Frankreich, Joël Labbé. Und er wird übersetzt von dem lieben Hannes Lorenzen von ARC aus Brüssel. Mais j'ai trouvé le meilleur interprète de toute l'Allemagne. Ich kann leider kein Deutsch sprechen, aber ich habe jemanden, der mich übersetzt. En tant que sénateur français, je suis très heureux pour la première fois de venir à Berlin apporter mon soutien au mouvement paysan et au mouvement citoyen dans la lutte contre le glyphosate et tous les pesticides chimiques. Als Senator aus Frankreich bin ich glücklich, in Berlin zu sein bei so einem Moment und um euch zu unterstützen im Kampf gegen Glyphosat, aber nicht nur gegen Glyphosat, sondern gegen alle Pestizide. J'ai été élu en politique au Sénat français, mais je ne suis pas un politicien. J'aime pratiquer la technique du pied dans la porte. Ich bin gewählt worden als Senator, aber ich verstehe mich nicht als Politiker in dem Sinne, dass ich als Politiker agieren will. Was ich tue, ich stelle meinen Fuß in die Tür, wo ich das kann. Aussi, aussi j'ai fait une proposition de loi, une proposition de petite loi, mais qui a été adoptée en France. Ich habe zum Beispiel einen Vorschlag für ein Gesetz gemacht, ein kleines Gesetz, aber das war genau dieser Fuß in die Tür und das ging um Glyphosat. Depuis un an, tous les pesticides sont interdits sur tous les espaces publics de toutes les villes et toutes les communes en France. Das Ergebnis war, dass in Frankreich seit einem Jahr die Nutzung von Glyphosat, aber von Pestiziden in öffentlichen Räumen verboten ist. Et le, par le deuxième article, dans un an, au 1er janvier 2019, ce sera interdit dans tous les jardins des particuliers. Und im nächsten Jahr, in 2019, wird die Nutzung dieser Pestizide auch verboten sein in privaten Gärten. Alors, je suis aussi venu ici pour discuter avec mes amis députés allemands. Ich bin auch hierher gekommen, um mit meinen Freunden in Deutschland, den Abgeordneten im Parlament zu diskutieren. En particulier mes amis écologistes. Natürlich erstmal mit den, Ökologen, den Grünen. Pour que cette même loi puisse être aussi votée en Allemagne. Und ich wünsche mir, dass dieses Gesetz auch in Deutschland so verabschiedet wird. Un mot sur le glyphosate. J'étais très, comme vous, j'étais très en colère de la décision de l'Union européenne. Ich war vor einem Jahr auch absolut wütend darüber, was in der Europäischen Union verabschiedet wurde. Nein, ich war das jetzt, als es verabschiedet wurde. Mais le président Macron a dit, seulement 3 ans et la France doit sortir du glyphosate. Aber Macron, unser Präsident, hat gesagt, in 3 Jahren verschwindet Glyphosat aus Frankreich. Une autre molécule de pesticide que vous devez connaître, néonicotinoïde, tueur d'abeilles. Ihr kennt natürlich auch das andere Griff, Neonicotinoïde. Nicotine. Donc, après le travail que l'on a mené au Parlement français, les néonicotinoïdes seront interdits à partir du 1er septembre 2018 en France. In Frankreich wird das in 2018 verboten sein. Est-ce que l'on voudrait
c'est qu'il y ait un mouvement européen pour que tout ça soit interdit sur l'ensemble de l'Europe. Und was wir uns wünschen ist, dass das der Anfang ist eines Verbots in ganz Europa. Mais ça ne pourra pas se faire avec les politiques tout seuls. La mobilisation citoyenne est une grande nécessité. Sowas lässt sich politisch allein nicht erreichen. Das braucht Mobilisierung, so wie das, was jetzt hier passiert. Il y a une définition de la politique que j'aime bien. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Mir gefällt die Definition von Politik, dass es etwas ist, was das möglich macht, was wichtig ist. Alors avec vous, on dit que maintenant, tout est possible par la mobilisation, de telle sorte qu'on puisse avancer. Je vous souhaite une très belle année. Ich wünsche euch ein sehr gutes Jahr und das, was wir hier sehen, zeigt, dass etwas möglich ist. Merci.